Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir uns hier durchgekämpft zu dem guten Oak hier und haben hier seinen perfekten Prototypen, den er retten will. Deine Auftraggeberin hat vor, alles glatt zu machen und neu zu beginnen. Das sieht er gar nicht ein und möchte, naja, den Prototypen retten. Beseitigen Sie Jedor, Shepard. Ich tue alles, was nötig ist, um mein Vermächtnis zu retten. Genau das. Und wir müssen uns der Schlüssel darstellen. Da ist sie. Machen wir Blatt. Okay, da nickt. Ich würde sofort das Maul stopfen. Aber jetzt siehst du mich. Yasumi, ich brauch deine Ballasten. Problem. So. Kaputt. Wieso steht Jack nicht auf? Wir haben doch alles kaputt gemacht. Oder hat sie noch Feinde? Okay. Geschenk für dich. Der backt hier. Gut, dann müssen wir das halt so machen. Licht aus. Ein Geschenk für dich. Ah, jetzt kann man auf ihn schießen. Na toll. Was hat der Alte in seinem Labor jetzt wieder angestellt? Shepard, der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Laborsysteme sind ungeschützt und ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge ist der Raum voller Toxine und Okias Lebenszeichen sinken rapide. Ich rate zur Eile. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Wenn ich wüsste, was die Kollektoren von den Menschen wollen, würde ich es ihnen sagen. Aber alles steckt in meinem Prototypen. Mein Vermächtnis ist rein. Dieser eine Soldat, dieses grantige Frontschwein.
Uff. Nach allem, was er getan hat, war er bereit zu sterben, um dieses Ding zu retten? Muss ziemlich wertvoll sein. Machen Sie mal auf. Sehen wir nach, was ein reiner Kroganer drauf hat. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag. Und sowas können wir eigentlich immer brauchen. Ja, einen harten Schlag schon, aber kein tollwütiges Monster. Sei's drum. Sie sind der Boss. Normandy, vergessen Sie Okia, aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Tja, ein Grunt! Ja, läuft. Das ist Money für die Bank. Money. Zwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wie ich sehe, genießen gerade alle unser neues Fliegengewicht. Bedenken? Wir wissen absolut nichts darüber, Commander. Ich weiß. Finden Sie das nicht interessant? Kroganer sind sehr gut im Nahkampf. Ihn in einem engen Raum aufzuwecken, ist vielleicht keine so gute Idee. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Natürlich lässt man raus. Grunt ist einer der coolsten. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist der UN. Dadurch ist Verzögerung. Ich melde Sie ab, Shepard. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, ich... So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern auf... Wir sprechen Commander. Später. Oh, langweilig. Haben wir Nachrichten? Ah. Daten der unter Quarantäne gesetzten VI auf Chara Station lassen vermuten, dass die Quelle der VI-Virus-Outbreaks eine Anlage von Han Kedar auf dem Planeten Kapik ist. Granaten wurden runtergeladen. Alles gelesen. Ja, das können wir uns gleich mal antun. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde und holen den Grunt aus dem Tiefschlaf. Da ist er. Aber, warte mal, ich frag mal vorher, was die zwei dazu zu sagen haben. So, Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal. Verarschen Sie mich nicht ständig. Geil. Ich zerreiße nicht in der Luft. Gibt's hier was Neues? Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Brits Touren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs, hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren.
Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Was haben Sie getan, als Sie drauf gekommen sind? Was denken Sie? Randale! Oh! Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie. Diebstahl vom Militärgerät. Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben Sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Okay. Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich hab draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Mich überrascht, dass Sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hanar, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Lol! Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Sollten Sie das nicht aber? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey Shepard, nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich. Und danke der Nachfrage. Immer wieder gern mit dir zu reden. Jack ist ein interessanter Charakter. Ich weck den Kroganer gleich. Ich möchte vorher noch kurz mit Joker reden, ob der noch was dazu sagt. Ich hätte ihn nach Jack auch fragen sollen. Hab ich vergessen. Adley, ich hab von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von Ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Aber wir holen sie zurück. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir holen Ihren Bruder zurück. Und dann werden die Kollektoren bezahlen. Dein Bruder ist im Arsch. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber dafür ist der Zug abgefahren. Commander. Das wär's. Okay, du sagst gar nichts, dass wir einen Kroganer-Krieg im Keller haben. Jeff, ich bin enttäuscht. Der ist doch Jeff, oder? Mit Vornamen Jeffrey Monroe? Oder Morrow? Je nachdem, wie man es ausspricht. Ja. Dann holen wir mal den Guten aus dem Tiefschlaf. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Aha. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lasse ihn raus.
Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Aufwachen, Dornröschen. Sieht imposant aus. Mensch. Weiblich. Bevor sie sterben, brauche ich einen Namen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, sie entspannen sich. Nicht ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord. Vermächtnis. Grantiger Frontsoldat. Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie ihnen leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew. Einen starken Clan. Durch sie würde er noch stärker. Wenn sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für sie kämpfen. Freut mich, dass sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen sie kämpfen zu lassen. Nee. So, wir haben den Jungspund befreit. Und so groß ist er ja gar nicht. Wir sind fast genauso groß. Ein bisschen breiter. Shepard. Was denken Sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig? Hat O'Kir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Ich sehe verschwommen Schiffe, deren Stärke ich nicht einschätzen kann. Das reicht nicht, um einen Schwachpunkt zu finden. O'Kir hat die ganze Zeit nur seinen alten Hass gepflegt. Was er auch gehabt haben mag. Es war verbraucht, als er mich gemacht hat. Was denken Sie über unsere Mission? Warum ist sie jetzt da unten? Für wen ist gleichgültig? Was halten Sie von der Crew? Gute Truppe, solange sie mir nicht in die Quere kommt. Tote Truppe, falls doch. Sie müssen sie gut ausbilden, wenn sie gegen die Kollektoren antreten wollen. Einige von diesen Aliens sind viel zu weich. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Das ist vorerst alles. Shepard? Na dann. Ah, Kante! Was sagt Miranda? Was sagt überhaupt was? Oh, erstmal Kasumi. Genau. Da sind sie ja. Die Normandy ist so ruhig. Ich bin es nicht gewohnt, beim Gehen meine Schritte zu hören. Eines der Mädchen von der Navigation glaubt, sie könnte schwanger sein. Sogar an Bord eines Cerberus-Schiffes findet das Leben einen Weg.
Natürlich. Ich muss schon sagen, Jacob ist... er wirkt ziemlich ernsthaft. Ob er wohl auf Japanerinnen mit einem Hang zur Kleptomanie steht? Versuch's doch. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit? Es gibt viel zu tun. Zurück. Natürlich, okay. Commander. Da gibt's bitte ja noch nichts zu labern. Sonst haben wir ja niemand auf der Ebene. Mit Chuck warst du mal eigentlich soweit durch. Wir sind im Groben. Fische füttern müssen wir noch. Einmal Fische füttern. Hä? Nee, die sind verreckt. Obwohl ich die immer gefüttert habe. Der Labi. Aber du bist noch da, Hamsterlein. Na dann. War ich wohl zu lange weg? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Shepard, wie ich sehe, haben Sie Okis Kogana aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Sollten sich diese Grunt als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützlich genetische Daten liefern. Wie gesagt, Sie haben freie Hand. Ja. Auch gut so. Im Status. Outfit wechseln. Das andere Outfit ist nämlich cooler. Bei ihr weiß ich es noch nicht. Aber den Rest müsste man noch machen. So. Jetzt bei dir was Neues? Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Seien Sie einfach vorsichtig, wenn das Gespräch auf persönliche Themen kommt. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer. Was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay, gibt's nichts Neues mit dir zu reden. Schade. Dann hatten wir ja diese neue Mission. Wo müssen wir denn dafür hin? Sprung. Ah, die Anlage. Gehen wir da mal hin. Diese Questline fertig machen. Ist nur dieses eine System hier. Und nur dieser eine Planet? Anomalie geortet. Warnung. Die Anlage für Experiment. Warnung. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Ja, das war mir klar. Mach mal platt. Ach, wir haben Punkte. Die sparen wir uns aber. Dienen ist wichtig.
So, wo sind wir? Gibt's hier gleich Loot? Nee. Ach, und auch noch Sackgasse. Das ist fies. Ui. Okay, ist ein bisschen größer als ich dachte. Zack, zack. Ich werf dich wie ein Spielzeug! Keine Unterstützung für euch. Hier ist nix. Jede Ecke absuchen. Könnte hier was rumliegen. Okay, er ladet dann direkt. Oh. War doch gerade was. Geh doch da was. Das ist frech. Unser neuer Platinenlieferant hat einen sofortigen Ruf des Gehorsamkeitsprozessors angefordert. Es kann zu Zusammenbruch angeschlossener Komponente kommen. Wir haben bereits mit der Suche nach einem neuen Lieferanten begonnen. Wird bis auf weiteres nicht mehr eingesetzt. Bla. Nur zu Ihrer Information, wir haben den Kontakt mit der MSV Corsica verloren. Ich habe aufgrund Ihrer Bedenken die Loks überprüft und tatsächlich enthielten die Max Teile, der sie geladen hat, die zurückgerufenen GPEs. Wir wissen, dass die Corsica zur Jara Station in Strabo und System unterwegs war. Und deswegen konnten wir auch keinen Kontakt herstellen. Hoffentlich ist niemand etwas geschehen, aber wir haben für den Moment unser Möglichstes getan. Natürlich. Ich erhalte Berichte über Max, die von unseren Verteidigungsstraßen kommen und Arbeiter angreifen. Einige zerstören sich ohne Anlass selbst, sogar Einheiten, die ursprünglich nicht mit den fehlerhaften GPEs bestückt waren, weisen Anzeichen des Virusinfektion oder der Virusinfektion auf. Wir haben es hier möglicherweise mit einer Katastrophe zu tun, die die gesamte Anlage erfasst. Wir dämmen alles gut wie möglich ein, aber es lässt sich nicht länger geheim halten. Wenn Dr. Rochelle davon erfährt, werden Köpfe rollen. Meiner wird nicht dabei sein. Dr. Rochelle hat die komplette Abriegelung befohlen. Riegeln Sie also den Zugangskorridor zur Fertigungsstraße vom Rest der Anlage ab. Ist klar, dass ich und alle Arbeiter, die noch drin sind, dadurch mit den fehlerhaften Max eingeschlossen werden. Mit Ihren Befehlen ändert das nichts. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. So, Gehexhort. Der hat sich hier gesprengt. So was. Ich habe die Asari Dr. Teleresin im Zugangskorridor zur Fertigungsstraße gefunden. Wir haben eine Barrikade errichtet, um den Zugang der restlichen Korridors zu versperren. Ich habe Dr. Teleresin bei mir. Wir sind auf dem Weg in die Lagerhalle, um in den Kontrollraum für die Fertigungsstraße zu kommen. Ich melde mich, sobald ich dort bin. Bin in der Lagerhalle, scheint ziemlich leer zu sein, Sir. Ich sehe den Kontrollraum direkt über den Lagerbereich. Dauert vielleicht ein paar Minuten, aber kann den Hauptfertigungsstraße bestimmt runterfahren. Tja, glaube, das lief schief. Nur so als Vermutung. Aua. Kackviecher. Auch eine freie Schussbahn.
Na klar. Durchschießen kann man, aber die Fähigkeiten durch benutzen geht nicht. An der Kiste hängen geblieben. Viele kommen hier noch. Nichts kann mich aufhalten. So, jetzt sind wir langsam durch hier. Oh. Hoffentlich spawnen die jetzt nicht nochmal, wenn ich jetzt hier nochmal hinrenne. Element Zero ist nämlich ein bisschen seltener. Kriegst nicht so häufig. So. Okay. Jetzt starten wir mal. Was hier? Okay, so mal raus hier. Boom gemacht. Gab Geld, gab Element Zero, müssen wir mal mehr. Ja, ja. Und damit bin ich am Ende der heutigen Folge und sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, liken, subscriben, die Welt für deine Mindestung nicht, wenn ihr den Kanal habt, die Notification beaktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt, solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen.
was wann bei uns so abgeht, gibt es auch den Twitter-Account für Dennis, den wir einen Follow reindrücken können und einstellen, dass alle Features gezeigt werden. Und damit kriegt ihr dann eigentlich immer mit, wenn nur was bei uns abgeht. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!